So, willkommen zurück bei einer neuen Runde Batman Arkham Knight. Nachdem wir letztens von den ganzen Jokern da ein bisschen überfallen worden sind, von dem Joker-Wahnsinn, machen wir direkt hier mal weiter. An dieser Stelle. Ich weiß nur nicht mehr, was wir machen müssen. Ah, Scheiße. Ah, hier. Mache Scarecrow auf den Luftschiff. Ach, genau, beim anderen Luftschiff ist da drin, da müssen wir rüber. So war das gewesen. Tür ist verschlossen. Wahrscheinlich müssen wir da oben irgendwo raus. Ich gehe mal vorher noch zum Joker. Jo. Stack wurde zu Scarecrow aufs zweite Luftschiff gebracht. Ich habe den Plan analysiert und anscheinend wird es durch automatische Geschütze gesichert. Es gibt ein Sicherheitsterminal im Forschungslabor nahe des Hecks dieses Luftschiffes. Die Geschütze sollten sich von dort aus deaktivieren lassen. Alles klar. Müssen wir jetzt auch schon, wo wir hin müssen. Gehen wir da mal hoch. Gut, ich weiß zwar, wo wir hin müssen, bin aber trotzdem planlos. Da oben können wir hin. Mit unserem wunderschönen Greifhaken. Ah, hier ist verschlossen. Probieren wir es mal, ob wir da raus können. Jo. Oh nein, geht nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Oder geht's hier raus? Tür verschlossen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ah, da ist ja auch was. Gerät vielleicht. Da vorne war irgendwas gewesen, da drin, oder? Nee. Jetzt hänge ich schon wieder an so einer blöden Stelle. Irgendwas habe ich übersehen. Ah, hier wäre noch so ein Schloss. Jo! Können wir mal munter drauf loshacken. Sehr schön. Passwort akzeptiert. Alles klar. Geht auch schon die Tür auf. Okay, das hat noch einmal geschossen. Soll ich jetzt einfach mal rüberspringen? Nein, schießt öfter. Ah. Sehr ärgerlich. Okay, also das ist schon mal gar keine so gute Idee. Da werden wir gleich erschossen, wenn wir da rausspringen. Hier unten werden nochmal so Kisten. Kann man mit denen irgendwas machen wahrscheinlich. Was ist das für ein Knopf? Hm. Okay, es hat bestimmt was mit den Kisten zu tun. Was ist mit dem Teil hier? Fast, Bats. Ich habe gespürt, wie du die Kontrolle verloren hast. Noch ein Hauch mehr von dem vorzüglichen Angstgas und es ist alles aus für dich. Jo, so eine Hilfe ist jetzt der Joker auch nicht.
Hast du geglaubt, du hättest mich bei Ace Chemicals aufgehalten, Batman? Du hast nur das Unausweichliche hinausgezögert. Gotham gehört mir und ich mache damit, was ich will. Das gilt auch für deine Freundin. Arme kleine Barbara Gordon. Schließ deine Augen. Siehst du, wie sie in der Dunkelheit kauert und den Helden verflucht, der sie im Stich gelassen hat. Sie ist dein Schwachpunkt. Deine Besessenheit zu erkennen. Okay, wir müssen uns dort irgendwie den Weg durchschaffen. Das kann man jetzt wahrscheinlich fixieren, oder? Ich hätte sie direkt töten lassen können. Es wäre grausam, sadistisch, brutal. Okay. Aber ich habe andere Pläne für euch beide. Alles klar. Wir können jetzt die hier fixieren und nebenbei hier ein bisschen rumschwenken. Das müssen wir freigeben. So vielleicht? Jo, haben wir es schon. So, nichts übersehen, nichts vergessen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Sehr schön. So, jetzt hängen wir hier wieder das. Ah, da oben geht's hoch. Hör mal, was da unten passiert ist. Ich wollte nicht dich umbringen, sondern deinen Verstand. Also, sind wir noch Freunde? Ja, Freunde fürs Leben. Jojo. Ich bin eh unschuldig. An allem ist nur Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. Ah, hier ist wieder so ein Riddler-Rätsel, oder? Ich könnte mir jetzt vorstellen, mit dem ferngesteuerten Batarang. Oder? Ah? Jo! Es müsste aber... Mit normalen auch gehen. Nein. Sie die vielleicht in der richtigen Reihenfolge rausschalten? Oder zuerst das und dann gleich unten? Nein. Hm. Ja, hier wird schon weitergehen. Aber ich würde gerne das Rätsel noch lösen.
An die Blödsinn sind wir gekommen, oder? Boah, ich weiß es gar nicht. Naja, doch, von hier sind wir gekommen. Ah, da oben geht's auch hoch. Ich würde jetzt aber trotzdem das Rätsel hier noch gern lösen. So, jetzt machen wir eins nach dem anderen. Jetzt das. Und jetzt das. Und es passiert genau gar nichts. Ferngesteuert, probier's nochmal. So, hier. Nee. Okay, egal. Wir lassen das jetzt einfach raus. Wir können dann vielleicht, müssen wir hier sowieso nochmal zurück. Ansonsten gehen wir einfach nochmal zurück. Na, erstmal will ich hier weiterkommen. Die Konsole. Ich muss erst alle Gegner ausschalten, bevor ich sie benutzen kann. Ja. Und wieder hoch. Ein bisschen verstecken. So, haben wir noch welche? Oh, das sind ein paar. Scheiße. Ja, ist auch noch einer. Da oben läuft einer hoch, den holen wir uns als nächstes. Ah, hier ist auch noch einer. Ah, es sind schon ein paar. Hey! Da sie jetzt aus dem Weg sind, kann ich über die Konsole die Verteidigung... Okay, das scheinen alle zu gewesen zu sein. So, was können wir hier Feines machen? Okay, jetzt können wir die... Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert, der auf Stack eingestellt ist. Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein. Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. Okay, da fällt runter. Wieder eins runter. Hier! Ich meine nicht hier. Bild, auf dem Stack irgendwas im Raum berührt. Hier unten war das. Er berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. Hier nochmal, oder? Kein vollständiger Handabdruck. Das bringt nichts. Auf dieser Aufnahme berührt Stack keinen Gegenstand. Ja, den Boden wird er berühren, aber weiß jetzt nicht, ob das als Gegenstand zählt.
Ah, wir probieren es einfach. Stack hat einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. Okay, das hat gezählt. Gehen wir mal wieder zurück. Das haben wir schon. Ja, das haben wir. Hier. Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. Boah. Ist nicht dein Ernst, oder? Okay, dann haben wir jetzt eigentlich bei jedem Videoabschnitt eins. Dann muss hier auch noch irgendwo eins sein. Ja. Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Ich weiß, wo Stack seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Alles klar. War das einmal hier? Genau hier. Ich habe einen Abdruck vom Zeigefinger. Noch drei Stellen zu scannen. Dann ist er einmal hier runtergefallen. War das hier? Genau. Nein. War das da vorne runter? Ja, hier. Also, was machst du da? Du rekonstruierst. Ich konnte Stacks Mittelfingerabdruck von hier rekonstruieren. Noch zwei Stellen. Hier ist noch einer. Kleine Stückchen. Was glaubst du, was sie mit Barbara machen werden? Keine Beweise. Keine Beweise. Muss ich näher ran? Ich habe Stacks Daumenabdruck an dieser Stelle rekonstruiert. Noch eine Stelle. So, dann sind sie noch runter, oder? Wo sind die da lang? Hier war das dann. Oh, da muss doch hier irgendwo gewesen sein. Okay, die da oben habe ich. Das ist aber die Treppe runter, oder? Oder ist da noch eins weiter runter? Nee. Ah, sonst gehen wir nochmal hoch. So, hier irgendwo war da. Genau da vorne. Ah. So, haben wir alle. Sehr schön. So sollte ich auf Stacks Computer zugreifen können. Benutzt Stacks rekonstruierten Handabdruck, um auf den Computer zuzugreifen? Ja, kannst du mal sehen. Echt genial, Bats, wirklich. Oh, ich weiß was. Wenn du fertig bist, hacken wir sein Online-Dating-Profil. Ich kann die Geschütze auf dem anderen Luftschiff nicht aus der Distanz deaktivieren, aber ich kann die Geschütze auf diesem Schiff steuern. Die Waffen werden erledigt. Jetzt ist Scarecrow dran. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wohin? Darüber.
können wir aufspringen. Mit unserem schönen Explosivskill. Hey, die sind offen. Kann man die irgendwie befreien? Oh je, der Arme. Vorne vielleicht rein. Hier waren wir noch nicht. Dem Teil kriegen wir sie vielleicht raus dürfen. Eine Frage ist, bringt das was? Nicht, dass die uns dann angreifen. So. Aha. Zusammenhörles Rauchbombe explosiv geht klar. Nein. Okay, ist ein Fragezeichen. Jo. Aha! Ist der jetzt da drauf gegangen? Alles klar. Aha. Nein. Ah, probieren wir es nochmal mit der Bettklaue. Jo! Schön. Ja, Humanversuche. Jetzt würde ich aber gerne noch das andere Riddler-Rätsel lösen. Das war hier oben gewesen, glaube ich. Probieren wir es nochmal. Es könnte so ähnlich funktionieren. Was hast du gefunden? Gar nichts, Sir. Keiner der ehemaligen Insassen von Arkham City, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, entspricht dem Profil. Erweitere die Suche. Als der Joker die Anstalt übernommen hat, sind Dutzende geflohen. Suche nach jungen Männern mit Militärerfahrung. Download der Daten läuft, Sir. Die wird wahrscheinlich immer noch verschlossen sein. Ah, jetzt haben wir die Fingerabdrücke, genau. Jo, nur gebracht hat's uns nichts. Ich will das Rätsel noch machen. So, was machen wir jetzt mit dir? Battering.
Seilwerfer. Es wird nichts bringen. Ferngesteuerter Batarang. Ah. Ich muss die irgendwie gleichzeitig rauskriegen. Nur wie? Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen planlos. Kann man denn nicht irgendwie schneller schießen?